Das Wort hat der Kollege Björn Sänger von der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die sehr zügige Vorlage dieses Gesetzentwurfs zeigt doch, dass die Bundesregierung in einer der elementarsten Fragen der aktuellen Politik, nämlich der Finanz- und Wirtschaftskrise, nicht nur handlungsfähig, sondern auch handlungswillig ist. Ich denke, das muss man an dieser Stelle mal sehr deutlich sagen. Richtig, handlungswillig und handlungsfähig. Innerhalb von kürzester Zeit wurde dieser Vortrag vorgelegt. Richtig ist, es ist eine Vorlage, die auf EU-Ebene erarbeitet wurde. Und das ist auch vollkommen richtig, weil man die Probleme der Ratingagenturen, die global sind, auch nicht nur national betrachten kann. Finanzmärkte sind global, die Produkte sind international, also muss auch die Regelung auf dieser Ebene ansetzen. Richtig ist auch, ein neues Instrumentarium zu schaffen, um diese Anbieter auf europäischer Ebene zu beaufsichtigen. Auch das findet unsere Zustimmung, ebenso, dass die BaFin zunächst, bis die Instrumente auf EU-Ebene arbeiten, hiermit zwischenzeitlich betraut wird. Die Regelungen, die auf EU-Ebene hier ausgehandelt wurden, sind geeignet, Vertrauen zu schaffen. Das betrifft die Stärkung der Unabhängigkeit, das betrifft das Vermeiden von Interessenkonflikten. Und es ist eigentlich schade, dass man sowas gesetzlich regeln muss. Eigentlich wäre es eine Selbstverständlichkeit. Denn dass man ausdrücklich regeln muss, dass nicht gleichzeitig beraten und bewertet wird, das ist doch, da fasst man sich ja im Prinzip an den Kopf. Denn was ist denn da passiert? Das ist ja so, als ob die Autowerkstatt gleich die TÜV-Abnahme in einer Hand mitmachen würde. Da kann ja im Prinzip nicht so richtig viel bei rauskommen. Es ist ja auch gut, dass geregelt wird. Es muss geregelt werden. Da ist ein Bedarf. Dementsprechend begrüßen wir das, dass wir hier so zügig vorankommen. Das Gleiche betrifft die veränderten Methoden. Hier sind vielfach noch Methoden im Einsatz gewesen, die nun wirklich in die Mottenkiste gehören. Nach denen kann dann auch nicht mehr geratet werden. Da muss das angepasst werden. Besonders interessant ist, dass offensichtlich trotz fehlender Daten ein Rating durchgeführt wurde. Auch hier wird nachgesteuert. Das ist wichtig. Die Bußgelder, die dort vorgesehen sind, sind, so denke ich, in der Lage, hier abschreckende Wirkung zu entfalten. Wie gesagt, eigentlich sind es Selbstverständlichkeiten, das hätte der Markt regulieren müssen. Aber wir haben es ja in diesem Markt, das ist auch schon angesprochen worden, nicht mit Wettbewerb zu tun, sondern es ist im Prinzip sind es drei Anbieter, es ist ein sehr enges Oligopol, die noch nicht mal untereinander im Wettbewerb stehen, weil häufig nicht nur vorgeschrieben wird, es sollen zwei Ratings gemacht werden, sondern auch die Anbieter entsprechend benannt werden. Die können sich dann natürlich zurücklehnen und brauchen sich nicht anzustrengen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir in diesem Markt mehr Wettbewerb schaffen. Dazu gehört nicht nur der Versuch, eine europäische Ratingagentur aufzubauen, sondern wir brauchen vielmehr auch noch einen nationalen Markt. Es müssen auch mehr kleinere Unternehmen in den Markt hineinkommen können, die dann entsprechend anwachsen und auch eine wirksame Konkurrenz darstellen. Da muss man sich die Wirkung des vorliegenden Entwurfs noch mal genauer angucken, weil da sind so einige Regelungen drin. Das werden wir im Zeitablauf sehen, ob die da so in der Lage sind. Grundsätzlich ist es ja gut, Mindeststandards zu setzen. Aber wenn ich beispielsweise daran denke, dass zwei externe, unabhängige Aufsichtsräte mit Fachkenntnissen einziehen sollen, die sind nicht so einfach zu finden und die sind auch nicht so ganz preiswert. Das ist für die ein oder andere kleinere Agentur möglicherweise hier eine Schwelle, entsprechend in den Markt einzutreten. Umso wichtiger ist es, dass die BaFin dafür sorgt, dass die Regeln sachgerecht so ausgelegt werden, dass auf der einen Seite ein Schutz da ist, dass also auch sachgerecht geratet wird, dass ein Vertrauen entstehen kann, auf der anderen Seite aber auch der Wettbewerb sich entsprechend entwickeln kann, damit dieses enge Oligopol aufgebrochen wird. Wir werden diese Entwicklung beobachten müssen. Da ist auch die Bundesregierung aufgefordert, entsprechend auf europäischer Ebene gegebenenfalls nachzusteuern. Wir stehen hinter diesem Gesetzentwurf. Es ist ein erster Baustein zur Sicherung unserer Finanzmärkte.
Der Koalitionsvertrag ist hier eindeutig. Der erste Schritt ist gemacht. Wir werden die weiteren Punkte abarbeiten. Herzlichen Dank.